Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Es wird heute um einen speziellen Fang gehen. Nicht etwa um einen Spot, auch nicht um einen Köder. Also schon irgendwie, aber primär geht es darum um einen bestimmten Fisch und den Drill, den wir damit hatten. Und zwar geht es um den Blauflossentunfisch. Den hatten wir jetzt vor kurzem im Stream gefangen, gemeinschaftlich. Und es war eine verdammt lange und anstrengende Nummer. Aber er ist letztendlich im Kescher gelandet, er ist in den Verkauf gegangen und all diese Infos und wo wir ihn gefunden haben, möchte ich euch gerne jetzt mit auf den Weg geben. Zunächst einmal sind wir mit diesem Setup hier unterwegs gewesen. Man erkennt schon den sehr großen Pilker, der sich hier gerade ringsherum dreht. Das ist ein Jigmeister, der Jigmeister 1000 ganz konkret, hier oben. Wir sind auf 55 Kilo unterwegs gewesen, ja, 55 Kilo und hatten einen 5-0er Haken drauf von Etalon Treble, einen 4-0er Zusatzhaken, pinkes Setup und einen Köhlerstreifen. Darüber hinaus wollten wir eigentlich nur so ein bisschen über Nacht testen, was so mit weißen Garnelen und weiß-schwarzen Perlen an den 115 Metern funktioniert. Hier oben war das ganz konkret, wo wir unterwegs waren und den Einschlag hatten. Ja, schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Bock habt und ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Viel Spaß und Film ab! Und runter. Immer diese Entscheidungsschwierigkeiten, Mensch. Sinkt ab. Oh, hey, stopp. Alter, was haben wir denn hier dran? Oh. Oh. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig. 800 Meter, der kann ruhig ein bisschen ziehen. Kabeljau? Bist du das? Ja, könnte auch ein Hai sein. Spannend. Okay, Freunde. Wenn es ein Hai ist, auf den Jigmeister garantiert wahrscheinlich. Nach oben nützt nichts, wenn ich wieder die Übersetzung reinknall. Nee, das ist kein Heilbutt. Das ist definitiv kein Heilbutt da dran. Absolut nicht. Mein Gott, das Lachs reißt meistens straight nach unten und hält sich dann fest wie ein Stein, aber er rast nicht so da rum. Jedenfalls nicht meiner Erinnerung nach. Ganz ehrlich, an der Stelle wünschte ich mir, ich hätte meine 136er Schnur drauf. Die Frage ist, ob das Vieh dann eingestiegen wäre. Vermutlich eher weniger. Ja, Dorsch könnte ich mir halt auch vorstellen.
Ist halt riskant, weil ich über die wenn ich die Übersetzung halt hochsetze und der mal wieder nach oben wegschwimmt, das tut er ja gerne, dann komme ich da nicht hinterher und dann schlitzt er wahrscheinlich eher aus, deswegen ich lasse das jetzt dann. Ich hatte noch nie ein Schwertfisch dran, das wäre mal was Neues. Wenn das ein Schwertfisch sein sollte. Oh, ich habe keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit aus hier mit diesem Fisch. Hoffe, er bleibt dran. Wo hat er denn nochmal gebissen? Auf Grundnähe, ne? Er war nicht ganz unten, aber er hat in der Richtung da gebissen irgendwie. Schwertfisch verhält sich so. Ein Trophy-Kabeljau hatte ich schon mal, deswegen, das war meine erste Schätzung. Lassen wir uns überraschen. Ob wir ihn rauskriegen, erstmal. Wenn es gebissen hat, dann definitiv auf den Jigmeister 1000. Und vor allem, ich habe beim Jigmeister, das muss ich dazu sagen, ich habe pinke Perle und pinke Tube dran. Es könnte da also wirklich ein Schwertfisch sein. Ich habe mal in irgendwelchen Darstellungen gesehen, dass die Leute, die Schwertfische im Inventar hatten, auch genau auf diese Farbgebung geangelt hatten. Beifänger sind in dem Fall verschiedene Shrimpsorten. Auf die wird er wahrscheinlich nicht gegangen sein. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich fetter Biss. Bleibt nur zu hoffen, dass er dran bleibt. Wirklich, das wäre wünschenswert, weil die Gefahr eines Ausschlitzers besteht halt leider. Vor allem, wenn er so oft, so rapide die Schnur nachlässt. Egal, was da rauskommt, ich will es haben.
Nee, kann ich noch nicht machen. Geht noch nicht mit Bremse zu. Er macht mir noch zu viel Terz da hinten. Das Nordmeer steckt tatsächlich voller Überraschungen. Das macht es halt auch so spannend für mich. Guck mal, der Shark, der ist so sozial, der nimmt sämtliche Ausschlitzer für mich entgegen. Ist jetzt schon der zweite innerhalb kürzerer Zeit. Ach so, der war AFK, deswegen. Oh, der wollte es aber jetzt wissen. Junge, da schießt das Adrenalin gerade rein. Boah. Also den darf man hier echt nicht unterschätzen, den Kollegen. Boah. Und wir wissen, dass hier wahrscheinlich kein Heilboot dran hängt. Das wäre schon ein ziemlich durchtrainierter Heilbutt. Ich glaube, der wird gerade warm. Der hat eben erst Fahrt aufgenommen in der Viertelstunde. Ach so, sag mir das doch. Guckt euch mal bitte meine Schnur an, das sah alles andere als normal aus. Oh, kann mal jemand GZ von mir in den Chat schreiben, bitte für Pommern, Junge? Das wäre nett. Also Ingame-Chat, ne? Leute, Pommern, Junge im Ingame-Chat hat eine Trophäe Bachforelle gezogen. Dem wollte ich eigentlich nur gratulieren, aber ich schreibe jetzt hier nicht, während ich im Drill bin. Also wenn jemand so nett wäre. Du Sausack, Shark, das kannst du echt nicht bringen, Mann. Der hat gerade Besseres zu tun, was? Oh Mann. Das ist echt mies. Pommern Junge ist echt ein gescheiter Kerle. Das will ich mal an der Stelle sagen, ja? Ich krieg nur gerade Schwitzehände. Oh Gott. Das letzte Mal so begeistert war ich, glaube ich, als ich meine Timon-Trophy dran hatte. Ich habe hier nämlich 55 Kilo Fluoro drauf. Und ehrlich gesagt habe ich heute nicht damit gerechnet, dass das bei mir kam. Ich denke auch, das Kabel hier raus ist. Ich meine, Kabeljau-Trophy habe ich aber persönlich auch schon gezogen. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Das heißt, was anderes wäre mir jetzt durchaus lieber. Das waren 56 Kilo am 34er auf großes Köhlerfilet. Ich hatte eine Endblei-Montage auf großes Köhlerfilet reingepackt. Das war, als dieses Wingman-Turnier war auf Kabeljau zwischen 15 bis 25 Kilo. Da ging mir dann 56 Kilo Trophy rein. Das war ganz nett. Kommt mir gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt, der Drill, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin total tiefenentspannt, solange der dran bleibt. Also Elias, die Muschel nehme ich. Das wird dann eine Mördermuschel sein, die am Grund hängt. Sag doch einfach, dass da ein riesiger Felsen mit 300 kleinen Miesmuscheln dranhängt. Das ist doch okay, damit kann man doch arbeiten. Und der Verdienst ist verhältnismäßig auch sehr stark. Ein Austernriff nehme ich auch.
Nehme ich auch. Stück vom Austernriff. Also ich weiß, dass auf meinem Blank 1,3% drauf waren. Das Getriebe meiner Triumph war bei 14%. Das kann ich an der Stelle schon mal sicher sagen. Alles Weitere müssen wir jetzt hier sehen. Wollen wir mal die Übersetzung drehen, ha? Huh? Jetzt, wo der nicht mehr so große Hin- und Hersprünge macht. So, dann wird es Zeit einzukurbeln, Freunde. Machen wir es ihm nicht so schwer und holen ihn an Bord. Hoffentlich. Scheint ein ganz gutes Gewicht zu haben, der Freund. Ich bin gespannt, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mehrfach Schwertfisch hier bei mir im Chat gehabt. Aber ob es nun wirklich einer ist, ich kann es euch nicht sagen, Herrschaften. Ich kann es euch nicht sagen. Wir müssen es wohl oder übel herausfinden. Ich denke, der Kampfgeist ist gebrochen. So, noch 115 Meter. Jetzt kommt er langsam ran. Jetzt macht das mir aber fast schon zu leicht. Aber er zieht auch in sehr regelmäßigen Abständen zu meinem Einkurbeln. Jetzt geht es so langsam um das nach oben holen. Also, ich denke, so auf 35 bis 40 Minuten Drillzeit werden wir wohl kommen. Na, was hat er denn jetzt noch? Nochmal ein letzter verzweifelter Versuch. Hm?
Diese Ruhe, ne? Alles ruhig. Alle schauen gebannt drauf, was kommt da jetzt hoch? Genau so geht's mir. Genau so geht's mir gerade. So, auf die letzten Meter. 45 Meter haben wir noch. Können gleich mal das Spielchen spielen. Sehe was, was du nicht siehst. Und ich sehe deine Silhouette, Leute. Kurz eine Silhouette erkennen können da unten. Aber ich werde jetzt nicht gucken. Ich werde jetzt nicht gucken, was es ist. Ich hoffe, ich krieg's hoch. Die Austern werden auch immer größer heutzutage, gell? Wahrscheinlich ist es eine Auster, die dranhängt. Eine 3-Zentner-Auster. Man kennt sie. Ich mir da noch, Leute. Es kommt. Es kommt. Was auch immer es ist. Auf meinem kleinen 55 Kilo Vorfach. Es kommt. Könnte. Oh, ich ahne etwas und ich glaube, es ist kein Schwertfisch, Leute. Ich glaube, Leute, es ist kein Schwertfisch. Hoppla, das war ein Versehen. Oder doch? Vielleicht ist es auch das Rohr von Nord Stream 2. Ich weiß es nicht. Aber es sieht schon eher fischig aus. Nee, doch, es ist... Es hat ein... Ich sag nichts. Ich sage nichts, schaut es selbst an. Zehn Meter noch. Herrschaften, da kommt unser Fisch. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber gleich sehen. Wir haben 53 Kilo Blauflossen-Thunfisch rausgezogen. Ui, ein schöner, großer Fisch. Genau richtig für so ein Vorfach von 55 Kilo geeignet. Der hat gut gezogen. Der hat gut gezogen. Hui, das war ein bisschen anstrengend. Aber so in knapp 41 Minuten haben wir es geschafft.
Sehr, sehr cool. Einundvierzig Minuten. Tja, an alle, die sich gerade eine Thunfischpizza in den Ofen geschoben haben, hier ist das Original, ne? This is where it comes from. Puh. Nice. Nice. 277.000 XP. Das ist eine gute Menge, muss ich sagen. Ab in den Setzkescher. Ich würde sagen, wir gucken mal, was der Spaß wert ist, ha? Schauen wir doch mal, was der Spaß uns bringt. Ich muss das jetzt machen, weil ich bin so super neugierig. So, ihr Lieben, dann sind wir hier vom Fischmarkt und gucken uns mal an, was wir für unseren Blauflossentun mit 53 Kilo so bekommen. Es sind tatsächlich 702 Silber. Also mit anderen Worten, eine ganze, ganze Menge. Ich finde es ein sehr gutes Ergebnis, wenngleich auch gewisse Stunden hier am Nordmeer doch auch 800 Silber mal eingebracht haben. Ein sehr faires Ergebnis für so ein Gewicht und für so eine Kampfkraft, ne? Man muss natürlich jetzt sagen, es kann ja auch mal sein, dass wir mit größerem Equipment fischen, zum Beispiel 136 Kilo Schnur, ne? Dann hätten wir den vermutlich auch schneller draußen. Aber ich sag mal, für eine Dreiviertelstunde auf 55 Kilo Vorfach ist das für den Preis echt voll in Ordnung und ich bin mega happy darüber. Generell, was wir hier so geangelt haben, jetzt seit 3 Stunden 42 war nicht so viel, deswegen, aber er wird uns da, denke ich mal, einen guten Boost geben. Summa summarum kämen wir insgesamt bei allen Verkäufen auf 1400. Das heißt, im Grunde genommen können wir alles rausschmeißen. Der Thunfisch allein macht die Hälfte aus. Ist schon krass, ne? Aber da haben wir auch noch nicht mit dem großen Jigmeister 1000 geangelt. Deswegen, das wird beim nächsten Mal dann, eher der Fall sein und ich werde auch dann, wenn ich mit Jigmeister 1000 angle, noch mal ein bisschen höher mit dem Setup reingehen. Das machen wir dann, denke ich mal, beim nächsten Mal.